Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei BBM. Heute haben wir einen wunderschönen M4 in Schwarz hier. Es ist nicht Ollis, ne? Bevor die ganzen Fragen kommen, es ist nicht Ollis, sondern es ist ein ganz normales Kundenfahrzeug und das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, dass wir euch ein ganz normales Kundenfahrzeug zeigen und ein paar Upgrades dazu zeigen. Und zwar, das Auto hat schon bekommen eine Ego-X-Anlage, das heißt, also Klang ist schon heftig, sehr heftig. Heftig. Hat schon KW Variante 3 und hat auch schon schöne, was sind das? Ich glaube Wheelforce Räder. Und auch schon einen schönen Carbon-Exterieur und all sowas. Aber heute geht's an die Motortechnik. Und zwar kriegt der von uns einen besseren Wasserluftkühler von CSF und Charge- und Boost-Pipes und auch noch Software. Ne? Und diese Charge- und Boost-Pipes, da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein, weil das ist der Knackpunkt, wo ein M4 ganz gerne mal Probleme hat, und zwar reißen diese Kunststoffrohre, aber das zeigen wir gleich nochmal alles, und die ersetzen wir gegen schöne, stabile Alurohre. Ja, auch ein bisschen den Durchmesser ein bisschen anders gemacht, ein bisschen strömungsoptimiert, weil die hier halt sehr abgeflacht sind. Das wird zwar nachher eng, aber was man für Leistung nicht alles irgendwie tut, und Haltbarkeit. Genau, da seid ihr heute einfach mal wieder ganz klassisch dabei, wenn es so ein bisschen an Schrauben geht, haben wir auch schon echt... Ist wenig geworden, ne? Und da das er auch mehr gewünscht wurde, gibt es jetzt mal wieder so richtig schön Einbau, Werkstatt, Tuning. Ja, viel Spaß dabei. Ich fange jetzt an. Wir fangen an mit den Pipes auf der linken Seite, das sind quasi diese Jungs hier, die gehen direkt vom Turbolader hier hoch in den, ja, ich sag mal Wärmetauscher auch. Wir tauschen zwar einen Wärmetauscher heute, aber es ist nicht der, sondern es ist der hier vorne. Und von da aus geht eben dann das nächste Stück Rohr gleich so da unten rein. Und die sind halt aus Kunststoff und die ersetzen wir gegen schöne schwarze, dicke Alurohre. Was lachst du jetzt so? Ach, nur so. Nur so? Ja, darf man nicht lachen. Das ist so, habe ich doch gut beschrieben. Das sind ein schöne, Schell, schwarze, dicke Alurohre. Und das sind unschöne, schwarze, teilweise dünne Plastikrohre. Ne? Und ja. Da wir alle mehr auf Metall stehen und auf stabile Sachen, kommt der Mist jetzt innen raus. So. Guck mal, hier ist der Platz ohne Ende. Kick mal wieder an, wa? Jetzt kann der Marco da nämlich besser drauf gucken. Oder reinfallen. Oder reinfallen. Pass auf, ne, setz den Helm auf, bitte. Ja. Ich hol dir mal Licht. Du brauchst auch so eine Kopflampe am besten hier. Ja, klar, ich komm. Ach, du hast schon Licht. Ist der. Entschuldigung. Oh, kennst du diese Verschlüsse? Hat der das mit dem weißen Band? Ja. Oh, ich weiß nicht, wer sich bei BMW sowas ausgedacht hat. Der ist... gar keine Schelle jetzt auf dem originalen Rohr, sondern das ist so ein Plastikband. Marco nimmt schon die originale Boostpipe raus und das ist diese Befestigung. Wir können das ja... Wir nehmen die jetzt mal raus. Dieses scheiß Plastikband sitzt hier so drin und klemmt das dann quasi auf dem... ja, auf der Drosselklappe, aber nur, wenn man das komplett einfädelt und hier wieder einhakt. So, und das macht mal da unten. Und wenn das Auto jetzt mal ein bisschen älter wird, weil eigentlich sind ja Autos auch gebaut, dass man die vielleicht nicht nur ein, zwei Jahre fährt, sondern auch mal länger. Das ist halt Plastik, was immer warm und kalt wird, immer warm und kalt. So, irgendwann habt ihr mal den Worst Case und das alles ist ein bisschen älter und vergrießgnaddelt. Ne? Ich kenne jeder Schrauber das Wort vergrießgnaddelt. Kennst du auch, ne? Ja. Genau. Und dann wollt ihr das da rauskriegen. Und dann reißt dieses Band. Was machst du dann? Dann kriegst du die Scheiße da nicht raus. Wegschmeißen. Ja, kannst du gucken, wie da unten die Flex rein kriegst, damit das... Ja, weil wenn das jetzt hier, guck mal, wie dünn das ist, wenn das jetzt hier vorne reißt, weil es irgendwie alt geworden ist und brüchig, ne, weil wird ja auch ständig warm. Wenn das reißt, kriegst du diese Boostpipe. Scheiße, Chargepipe? Mein Gott.
kriegst du diese Chargepipe da nicht runter. Und wenn das, wenn du das ein paar Mal rein und raus gebaut hast, weil du, keine Ahnung, da irgendwas am Motor testen willst und machen willst, das wird halt auch nicht besser, weil es halt einfach, das ist Müll. Das ist Müll, das ist Plastik, ne? Guck dir das mal an, wie das jetzt schon aussieht, nach einmal rausziehen. Wo musst du es dran? Hier, da an da dem genau, Flansch. Da sitzt das, da ist die Drosselklappe, da sitzt das drauf auf dem Flansch. Und da frage ich mich, wer bei BMW lässt sich so ein Mist einfallen? Warum macht man nicht einfach wie hier auch zum Wärmetauscher ein Gummi mit zwei Schellen? Oder wie zum Beispiel am Wasserkühler oder sowas oder VW das auch hinkriegt mit den Spangen? Verstehe ich nicht. So ist wie bei allen leider, weil das da wahrscheinlich 2 Cent kostet. Bei 10.000 Stück ja. Und eine ordentliche Schelle 8 Cent. Ja, und das ist, da hat sich bestimmt irgendeiner bei BMW in der Entwicklung, oh, ich habe eine Idee, wie wir den Mechaniker so richtig schön ärgern können. Hier, oh jo, das kostet auch noch wenig, das machen wir. Oder wie kommt man auf so eine Idee? So, genug drüber geärgert, dass das alte Teil, das fliegt raus. Und tauschen wir gegen das, was Marco schon erlernt hat. So, was haben wir da? Die neue Pipe. Ich mach mal eben hier. Da kann man Wassermethanoldüsen anschließen. Ist natürlich alles nur handfest. Machen wir das noch heute? Wäre schon geil. Wäre schon geil, ne? Aber machen wir nicht. Hm? Nein. Und damit er keine Falschluft zieht, kleben wir die mal ordentlich ein. Ja. Wassermethanol bedeutet. Könnte aber auch eine Ladedruckanzeige noch anschließen, oder? Ja, genau, klar. Aber was also eigentlich aber für Wassermethanol. Ja, ja, wenn ich das Gewinde so sehe, würde ich es fast sagen. Okay. Mit einem Kumpel im N54 haben wir das. Die haben das auch dann immer als Vorrichtung, die Gewinde schon drin. Wäre schon cool. Was für einen Tank hat denn dann der M4 CSL? Der fährt ja nicht mit Wassermethanol, der fährt nur mit Wasser. Hat der eine Wassereinspritzung? Ja. Um die Temperatur im Brennraum runterzukriegen oder warum? Genau, ansaugseitig und Brennraumtemperatur. Weniger Brennraumtemperatur heißt mehr Zündung, heißt mehr Leistung. Mehr Zündung. So, die Boostpipe ist soweit drin. Das heißt, wir können jetzt den Wärmetauscher von oben auch da drauf stecken, dass der Anschluss auch drauf sitzt. Und dann können wir die beiden Chargepipes auch reinsetzen. Yippie! Yippie! Irgendwo ein Stecker sein. Ja, Schellen müssen natürlich schön fest sein. Weil da geht natürlich ordentlich Druck durch, ne? Die Boostpipe besteht eben eigentlich aus zwei Plastikteilen, die halt zusammengepresst sind. Und ich habe mal gehört, natürlich mal so eine Aussage, ich habe mal gehört und auch schon mal gelesen, dass ja, die an diesen Stellen schon mal undicht werden können, wenn halt da mehr Druck durchgeht, als für das die Serie ausgelegt sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Softwareoptimierung gemacht hat und dadurch den Ladedruck erhöht hat, dann könnte es da zu Undichtigkeit kommen. Deswegen ist das immer der große Punkt, weswegen man diese Dinger tauschen sollte gegen die Alurohre, weil beim Alurohr kann sowas einfach nicht passieren. Und hier sollen aufgrund der thermischen Belastung auch Hitzerisse entstehen können. Habe ich alles so gehört. Könnte passieren. Ja. Ja. Deswegen raus damit. Wir haben die Stoßstange schon mal abgebaut, weil Boost und Chargepipe sind jetzt soweit drin. Der Wärmetauscher ist auch wieder angeschlossen. Und jetzt gehen wir an den Wärmetauscher in der Front. Das ist quasi das Bauteil hier. Das ersetzen wir gegen den, der noch hier so schön im Blau verpackt ist, von CSF. Und ja, dafür muss eben komplett Stoßstange ab, Prallträger ab, die ganze Luftführung hier, diese Verstrebung, viele Luftglattbleche und viele Kleinigkeiten. Deswegen, glaube ich, sehen wir uns wieder, wenn das alles raus ist. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ja. Zeitraffer können wir nicht machen, ne? Hast du gerade nicht, ne? Doch. Sehen wir im Zeitraffer. Ja. Cool, bis gleich. Wir alle haben Versorgerprobleme im Moment, ne? Nur
Schöne Überleitung. Ich weiß nicht, wie ich von Friseurproblemen auf den Wärmetauscher komme. Aber wir haben den schon ziemlich freigelegt, haben auch das Wasser schon abgelassen. Und jetzt können wir den quasi rausnehmen. Der ist nur noch hier im Clips. Ich habe schon alles vorbereitet. Wasser rauslassen. Der ist schon ganz schön klein, ne? Nochmal schütteln. So, nach zweimal schütteln kommt der Spaß, oder wie was? Oh. Ja. Im Alter. Du bist doch schon mal. Marco wird schon wieder gehässig. Hört auch nicht auf, wie bei so einem 80-Jährigen. So. So, und jetzt seht ihr auch schon, dass der neue Kühler oder Wärmetauscher von CSF um einiges größer ist. Also erstmal von der Anströmfläche. Von der Anströmfläche ist er halt größer und halt auch von der Tiefe. Dann kommt noch dazu, dass die seitlichen Wasserverteiler sozusagen und die Wassersammler eben hier komplett aus Aluminium sind und hier eben aus Plastik sind. Das heißt, die könnten auch bei höherem Wasserdruck, wenn das mal so sein sollte, irgendwie undicht werden. Ja, und das eben nicht. Jo. Gut. Können wir eigentlich einbauen, ne? Ja, hau rein. Hau rein. Ja, sicher. Ah, passt. Ich hätte gedacht, das wäre krasser beim M4. Also wir haben es die Tage noch beim M140 gemacht und da war es ein bisschen aufwendiger, ne? Und ja. Hier konnte man das so ein bisschen rein mit Zauberhand reinschnaggeln. Also du musstest quasi, also natürlich die Front alles demontieren, aber der eigentliche Kühler ist ja nicht geschraubt. Der sitzt echt smooth da drin. Also beim M140, also wir konnten hier jetzt einfach ein bisschen die Halter beiseite drücken und den quasi reinschieben. Und beim M140i musstest du wirklich das Ganze auseinandernehmen und die Halterung rausnehmen und sowas. Es ging schön. Man muss ja auch mal was Schönes haben. Ne? Jetzt machen wir das ganze Gemüse wieder zusammen und kippen das Wasser gleich wieder drauf. Aber ich würde sagen, wir sehen uns. Machen wir wieder Zeitraffer oder ist der Akku leer? Ich filme ein bisschen so. Du filmst ein bisschen so. Na gut. Okay. Dann kann Björn auch weiter bohren. Freue mich, bin jetzt auch ins Video gesprungen, weil wir sind auf dem Prüfstand. Der BMW M4 soll ja noch quasi eine Software Stage 1, wenn man so will, bekommen. Ist jetzt aktuell eine Abgasanlage drunter, eine Ego X. Ich würde sagen, Sound blenden wir euch gleich auch mal ein bisschen ein, was für die Ohren. Wir haben jetzt eine Eingangsmessung von 408 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment. Werksangabe sind 431 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment. Kurve ist aber sauber, wir haben eben schon mal gelockt, auch jetzt nach dem Umbau. Passt alles, warum da jetzt ein bisschen fehlt, da, es streuen die alle nach oben, das ist nicht der erste. Ich hatte schon mal einen, der lag auch bei 410 PS. Lasse ich mich jetzt erstmal gar nicht von irritieren. Plan waren so 500 PS, wir müssen mal gucken, weil uns fehlen ja jetzt schon quasi über 20 PS, ob wir trotzdem an unsere 500 kommen. Und ich würde sagen, ja. Wir spielen jetzt mal Software ein. Wir haben gestern schon angefangen, weil das Auto gestern da war. Dann fahren wir mal ein paar Messungen und gucken, wo die Reise hingeht.
ich das Gebläse auslaufen lassen. Ja, temperaturtechnisch merkt man schon, man muss einiges kühlen. Wir haben jetzt 8 Messungen später, 8 Runs. Ich musste noch mal ein bisschen justieren, wenn man so möchte. Wir haben noch ein wenig nachappliziert. Das hört sich immer so wild an, nee, applizieren. Aber das, was wir machen in der Software, ist kein Programmieren, weil wir sind keine Programmierer, wir applizieren, wir ändern was. Das ist dann eine Applizierung, wenn man so möchte. Ja, und ich bin super zufrieden. Wir waren eben bei 460 PS irgendwo stehen geblieben. Das passte natürlich noch nicht, da haben wir noch mal ein bisschen geguckt. Und wir sind jetzt bei 500 PS und 687 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, wir haben ein Plus von roundabout 80 PS und ein Drehmoment von 130, sogar fast 140 Newtonmeter Drehmoment. Und das auch wirklich über den gesamten Drehzahlbereich. Wir haben die Messung minimal früher gestartet, aber wie man hier schön sieht, ziehen wir die Leistung im gesamten Drehzahlbereich, und für die Eingangsmessung in Verbindung mit der Ausgangsmessung bin ich super zufrieden. Wie gesagt, wir haben hier über 80 PS mehr und 137 Newtonmeter Drehmoment auf der Hinterachse anliegen. Das musst du auf der Straße fahren wie mit dem Hammer im Nacken eigentlich letztendlich. Ne? Mit dem Auto sind wir jetzt soweit fertig, wir haben die Kundenwünsche soweit erfüllt. Wir werden jetzt das Auto gleich vom Prüfstand abgurten, dann noch einmal, wir saugen aus. Der kann einen Staubsauger gebrauchen. Wir saugen das Auto einmal aus, gucken, dass alles fertig ist, und dann kann der Kunde sein Auto heute Nachmittag abholen. Der Dorian springt auch nochmal ins Bild, weil der hat euch noch gar nicht alles Fertige erklärt, was hier noch so passiert ist am gestrigen Tag. Ich verabschiede mich von euch schon mal und übergebe mich an Dorian. Ja, liebe Leute, das war es eigentlich mal wieder zum BMW M4 mit den ganzen Upgrades. Wie gesagt, Boostpipe, Chargepipe, der Wärmetauscher vorne und das Ganze mit der Softwareoptimierung jetzt auf 500 PS und 680 Newtonmeter, glaube ich. Ja, ne? Ja. Geht schon echt bärig. Klingt natürlich mit der Ego geil und fährt sich auch ganz geil mit dem KW drin. Ja, wenn ihr auch Interesse an sowas habt oder Fragen dazu habt, schreibt uns gerne Mail, ruft uns an. Die Sachen gibt es auch bei uns im Shop. bbm-tuningshop.de, da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Video, vielen Dank fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Oder haben wir noch irgendwas vergessen, Dominik? Ja, passt so, ne? Eigentlich. Ich glaube, wir haben ziemlich alles abgehandelt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen jetzt die Klappe zu und Feierabend.